Hallo Leute und willkommen zu ein paar Pokémon-Karten, die wir heute auspacken. Und da wir heute Halloween haben, ja, habe ich einen, naja, man könnte sagen Gast. Und wer würde da besser passen als Mimigma? Ja, was auch immer. Das packen wir dahin, so zur Erinnerung an Halloween. Was heißt Erinnerung? Es ist gerade Halloween, aber wie auch immer, ich finde das passt. Wir haben Drachenwandel und zwar haben wir Nachtara, Rayquaza, Felinara, Duraludon, Rayquaza, Nachtara und nochmal Nachtara. Und ich denke auch so werden wir das Zeugs öffnen, weil, keine Ahnung. Was erhoffe ich mir heute? Ganz im Ernst, ich hätte wirklich, wirklich sehr gerne Aquana V in Full Art und was noch? Vielleicht Duraludon V in Full Art. Das wäre ziemlich cool. Das wären so zwei Highlights. Ich beschränke mich auf Aquana, weil, ne, mein Glück bei solchen Karten ist jetzt halt nicht unbedingt oft da und deswegen ja. So, ja, die Booster gehen wie gewohnt immer schlecht auf. Das kennt man ja mittlerweile. So, und geht da weg? Sollten das so. Gibt's heute einen Code? Ja, wir legen ihn mal zur Seite, wer weiß. Okay, 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir Feuer. Wir haben... Wer bist denn du? Sinia, kenne ich gar nicht. Oh, Copycat, die Doppelgängerin. Oh, das ist ziemlich cool. Seht ihr das? Sie kopiert Ash, respektive Rot, respektive den Protagonisten. Sie hier und den Champ, Deleon. Ja, das ist ziemlich cool. Ja, eine Figur aus dem Anime, aus dem ersten, oder aus der ersten Staffel Anime. Ziemlich cool. Wir haben... Oh, ich mag ihn. Ich mag diesen Eispinguin. Das ist irgendwie... Einerseits doof, andererseits... Ich mag ihn. Dann haben wir Leufeo. Wir haben Lotwurzel. Mit ziemlich funkelndem Wasser. Dann haben wir Teddy Ursa. Kleine Schleckermäulchen. Darf man ruhig machen an Halloween, ja. Dann haben wir... Frigometri. Dann haben wir Kleptifuchs. Dann haben wir... Tengulis. Und wir haben... Dialga, ich meine. Chronowind, ja, wie Impact. Ich meine, das sieht schon cool aus. Aber nicht das, was ich gerne gehabt hätte. So, jetzt kriegen wir ein Platzproblem. Wisst ihr was? Hier. Ich bin ja nicht so, ne? Wer zuerst kommt, wie immer, mal zuerst. Dann machen wir drei Quasar-Booster auf. Ja, zerreißen wir es halt einfach so, ne? Ich meine, spielt ja keine Rolle, eigentlich. Oh mein Gott. Krieg's nicht hin. Ich... Muss mich verarschen oder so? Wir gehen zu schlecht auf, so. Moment, hat mir keine Codekarte? Ich hab gar keine Codekarte da drin, warum nicht? Hä, hab ich jetzt was verpasst? Ja, das ist leer, keine Ahnung. Dann erhoffe ich mir jetzt hier drin etwas besonders Gutes. Ich hab schon wieder einen Fehler gemacht. Ich hab... Irgendwas ist da komisch. Ich habe jetzt wieder vier Karten gewechselt und... Ja, es kommt nicht zuerst Energiekarte. Ribbon Badge. Oh, Duodino. Schick an sich, aber naja. Okay. Wir haben einen Tacher. Ein Pikachu. Schön. Samwurzel. Oh. Das ist irgendwie süß, aber naja. Kindwurm, das irgendwie einen zu großen Kopf hat. Ursaring und Altaria, das auch irgendwie süß ist. Und ja, da ist die Energiekarte. Irgendwie habe ich wieder einen Fehler gemacht. Hä, muss ich nur drei Karten umdrehen oder was ist das Problem? Ich habe keine Ahnung. Dann machen wir direkt weiter mit Nachtara. Ja, warum nicht? Warum nicht? Haben wir drei Stück. Ich meine nicht, dass es irgendwie einen Unterschied machen würde, aber so ein bisschen. Ein bisschen zur Abwechslung. So. Ist offen. Ziehen wir raus. Da ist wieder eine Codekarte drin. Und Feier des Tages hier. Bitteschön. Gönn ich euch. So. Und dann. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das stimmt jetzt. So, pass auf.
Jetzt stimmt's wieder. Wir haben eine Stahlenergie, wir haben schon wieder den Ribbon Badge. Waschaquil. Ziemlich cool. Switching Cups. Switch a card from your hand with top card of the deck. Könnte theoretisch was sein. Wir haben auch schon tausendfach. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Nocturne. Ein, hier, ne? Bummels. Sieht irgendwie zu wach aus für ein Bummels. Smack and Slack. Was? Das Pokémon ist jetzt am Schlafen. Tolle Attacke. Ein Lilminip. Duschen wieder und... Milotic. Ich meine, wir hatten Barschwa, wir haben Milotic. Ich meine, völlig okay, aber... Ebenfalls nicht das, was ich gerne gesehen hätte. Nicht wahr, Mimigma? Wisst ihr was, dann machen wir weiter mit Felinara. Wir haben noch 4 Chancen. In Zahlen 4. Ich habe gesagt, was ich gerne hätte. Und damit habe ich euch auch gesagt, was ich nicht bekommen werde. So läuft das hier. Full Art Aquana Wii oder Full Art Duraludon Wii. So. Geht das so. Wie gesagt, wir haben heute Halloween, deswegen viel Spaß. Weg damit. 1, 2, 3, 4. Okay, okay, okay. Wir haben Unlichtenergie, einen Traumball, sehr schön, ein Sedimantur, stürmische Berge, ein Knapfel. Ja, ein ziemlich einfaches Design, aber ich mag die Idee dahinter. Du schon wieder. Im Olga. Wieder ein Tentacha. Ein hier. Dingens, ne? Moment, ich hab's gleich. Ein Irbis, genau. Ein Wummel. Und? Jo, Drapfel. Wir hatten schon Schlapfel, jetzt haben wir auch noch Drapfel. Ich mein... Das ist ziemlich... Ich mein... Ich mag es sehr, aber es ist nicht wirklich so toll, aber ich mag es, wie gesagt, wirklich sehr gerne. So, was haben wir noch? Nachtada, Rayquaza und Duraludon. Wisst ihr was? Duraludon behalten wir bis zum Schluss. Nehmen wir Rayquaza. Ja, bisher ist die Ausbeute ziemlich überschaubar, muss ich sagen. Was ich ein bisschen schade finde, aber hey, wer weiß das schon. Ob noch irgendwann was Cooles kommen wird. So, die behalten wir bis zum Schluss. 1, 2, 3, 4. Okay, pass auf, wir haben eine Wasserenergie. Wir haben eine Kristallhöhle. Wir haben den Typen hier. Dann haben wir einen Toy-Catcher, was auch immer. Nochmal ein Kleptifuchs. Oh, dich mag ich, aber ich kann mir den Namen immer noch nicht merken. Roggenrola. Ja, ich mag den englischen Namen irgendwie und... Hat das Angst, oder was soll denn das? Wie jetzt Kiesling. Dann haben wir Flabébé. Dann haben wir... Oh, das ist total süß. Ein Wablu. Überraschungsangriff. Wablu ist cool. Oh, Funkel, Funkel, Copycat und ein... Pika! Oh mein Gott. Felinara Remax Full Art. Ich meine, das ist nah dran an dem, was ich wollte, aber... Wie es gibt... 203 Karten. Dieses Set so riesig, jetzt mal im Ernst. Kann ich mir kaum vorstellen, aber... Ich meine, näher ran an unser Aquana Full Art werden wir... nicht kommen, glaube ich. Aber doch, ziemlich cool. So, zweitletztes Booster. Wie gesagt, Felinara. Nicht unbedingt mein Lieblings-Pokémon, aber die Karte an sich... ist sehr cool, muss man sagen. So, für alle, die jetzt gewartet haben, wegen, vielleicht zeigt ihr noch den Code. Hier, da den Code. Viel Spaß damit. Ja, ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass ihr mein Video anschaut, ne? Ich weiß, es ist ein bisschen billig, aber irgendwie muss man das hier machen. So, dann haben wir die Pflanzenenergie. Wir haben die Gummihandschuhe. Wir haben ein Fluet. Ist dieses Pokémon wirklich noch ein Thema? Ich weiß es nicht. Der Boost Shake. Leufeo nochmal, ein Evoli aus einem
Bei Quasar nachblickt. Das kann die Stampede. König der Löwen-Anspielung quasi. Nochmal ein Wummel. Nochmal ein Nocturne. Lotwurzel. Entei und Tresella. Tresella. Ist auch nicht so wirklich das, was ich sehen wollte. Waren das schon alle bis auf einen Booster? Ich glaube ja, deswegen Code. Ich hoffe, euch bringen die was, ganz im Ernst. So, ich hoffe jetzt wirklich darauf, dass hier wirklich was Gutes drin ist. Ansonsten, ja, wird das mal wieder ein Tag wie jeder andere auch. So, wenn was Gutes... Da habe ich jetzt hier wieder zwei Codes. Habt ihr es gesehen? Wisst ihr was? Das sind nicht mal dieselben Codes. Moment mal, was soll denn das? Seht ihr das? Das ist nicht dasselbe. Moment, hat... Ja, da ist ein Code drauf. Warum ist das was anderes? Ist das eine was Spezielles? Keine Ahnung. Naja, sollte ich ja was Cooles drin haben. Kriegt er die? Was nicht? Dann nicht. Habe ich jetzt schon vier Karten rübergezogen? Ich glaube nicht. Machen wir das jetzt. So. Wir haben Psychoenergie. Wir haben Lombrero. Ich mag das Pokémon immer noch nicht. Lucky Ice Pop. Ein Eis am Stiel. Hm, warum nicht? Okay. Ich mag ich auch nicht. Eine Geronimat, das Wirbelwind beherrscht. Ein Traumato, das irgendwie ziemlich verstörend aussieht. Passend zu Halloween, wollte ich sagen. Noch ein Tronrola, ein Anton. Nochmal ein süßes Fablu. Wow, Eis am Stiel funkelnd und... Pika! Oh mein Gott, passend zu Halloween. Tromburg Full Art Rainbow. 206 von 203. Oh mein Gott, die Karte ist ziemlich, ziemlich cool. Seht euch das an. Was kann es denn eigentlich? Missing in the Forest und Max Tree. Oh mein Gott. Ich würde sagen, Galga, geh weg. Und ja, ich würde sagen, diese zwei Karten sind ziemlich, ziemlich cool. Zum einen, nein, ich muss das richtig zeigen, Felinara Wemax Full Art, sehr, sehr cool. Und zum anderen, Tromburg Rainbow. Mimikma, ich denke, das hat mir ein bisschen Glück gebracht. Wir haben die zwei Karten immer noch nicht bekommen, die ich gerne hätte. Wie gesagt, Full Art Aquana Wemax und Full Art Duraludon Wemax. Aber hey, Rainbow Tromburg kann ich wirklich sehr gut leben. Ja, Leute, lasst euch heute nicht erschrecken und ach ja, ich habe was Cooles bekommen, deswegen gibt's noch was. Hätte ich beinahe vergessen. Hier einen Code. Weg damit. Und zum anderen. Soll ich euch den zeigen? Ich könnte jetzt 20 Minuten warten und sagen, ja, guckt euch das Video an, bis der Code eingeblendet wird, aber nie. So, das ist der letzte. Warum hatte ich jetzt da zwei drin und im einen Booster gar keins? Ich verstehe es nicht. Naja, wie auch immer. Leute, lasst euch heute nicht erschrecken. Es ist Halloween. Passt auf Toilettenpapier und rohe Eier auf und ja, wie gesagt, lasst euch nicht erschrecken. Und ja, ein fröhliches Halloween 2021.